Servus Kameraden, willkommen zurück zur WOT Live. Ich bin Keule, heute gibt es kein Gameplay von mir zu sehen oder von irgendjemand anders, der das noch ein bisschen ein Stückchen besser kann als ich, sondern wir werfen einen Blick auf die Auktion, die aktuell läuft. Und da geht es um den sogenannten Affenkönig. Also ein Panzer, wie der Name sich schon, oder wie das da, wie es die Optik schon verspricht, aus China. Wir haben einen typischen 121B. Also für alle, die ihn noch nicht haben, die können da gern zuschlagen, denn der ist für insgesamt, oder ist für Credits zu bekommen. Mindestgebot aktuell sind 20 Millionen. 20 Millionen Credits? Na, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, 20 Millionen Credits. Der Panzer an sich so kein extrem schlechter Panzer, muss man dazu sagen, dass es auf Stufe 10 keine schlechten Panzer im Medium-Bereich gibt, aber ob man sich den unbedingt zulegen möchte, das ist dann die andere Frage. Was hier auf jeden Fall gemacht wird, ihr verballert hier kein Gold für den, sondern ihr könnt den tatsächlich ganz normal für Credits, die man halt im Spiel erfahren kann, kann man sich den zulegen. Also im Großen und Ganzen kann man es auf jeden Fall empfehlen, wenn man eins von den 10.000 Stück haben möchte, schätze ich mal, muss man ungefähr 45 Millionen löhnen. Für weniger wird er nicht weggehen. Denn man bekommt man schon mal so eine geile Optik für so wenig Geld und muss, wenn man ganz ehrlich ist, dafür nicht mal das Spiel richtig durchgespielt haben oder richtig geskillt haben, sondern es reicht aus, wenn man einfach die Knete hat. So ist das leider. So, wir werden gleich mal einen kleinen Blick drauf werfen, wie die Kiste denn am Ende aussehen wird. Ich habe das mal hier im Vergleich dran. Also der 121B, wie er im Original ist, und der Affenkönig. Affenkönig ist eigentlich nur der reine 3D-Skin. Wer den 121B schon hat, Leute, bitte lasst den Affenkönig dann hängen. Es bringt dann eigentlich nichts. Zumal der 121B, ja, wie gesagt, eher ein durchschnittlicher Panzer ist. Ich habe 390 Alpha-Schaden. Ich habe 261 Durchschlag auf Standardmunition. Auf Premium-Munition müssen wir mal schauen. Hat da 350 Durchschlag, also ist auf jeden Fall enorm. Dürfte, glaube ich, AP, nee, es dürfte Heat, die Munition müsste Heat sein. Ihr habt eine Nachladezeit von 7,7 Sekunden, das heißt 7,5 Schüsse pro Minute sind rauszuhauen. Ihr habt eine Gun Depression von 5 Grad und eine Gun Elevation von 18 Grad, eine Zielerfassung von 2,11, standardmäßig 0,32 Streuung auf 100 Meter. Ihr habt mittleren Schaden pro Minute von 3000. Also im Großen und Ganzen, die Werte sind schon mal nicht so schlecht. Was mir halt ein bisschen fehlt, ist die Mobilität. Er wiegt leer 43 Tonnen, hat ja mit 700 PS eigentlich genügend Power dabei, aber nur 55 km/h vorwärts. Mag vielleicht für den einen oder anderen reichen, aber einen Leopard 1 kommt er damit nicht hinterher. Er kommt einem Progetto nicht hinterher. Und das ist eigentlich die, die so mit am meisten gefahren werden auf Stufe 10. Wo er sich halt gut blicken lassen kann, ist am Turm. 275 mm Turmpanzerung. Frontal noch dazu. Diese Rundung, die er da am Turm hat, die ist wirklich schwierig zu unterschlagen. Was er hat, ist ein riesengroßen Weakspot oben drauf. Oder zwei riesengroße Weakspots. Die kann er allerdings recht gut verdecken, weil er mit zwar nur 5 Grad Gun Depression unterwegs ist, aber die Weakspots relativ weit hinten sind. Kommandantenkuppel und Richtschützenluke sind beide relativ einfach zu durchschlagen. Ist nicht umsonst ein sogenannter Mehrzweckpanzer. Also ist so auf einem Level mit dem Objekt 140, was den Spielstil angeht. Nicht was das Fahrzeug selber angeht, finde ich das Objekt 140 natürlich eine ganze Ecke besser. Was ist noch irgendwie wichtig an dem? Ja, 200 mm Turmpanzerung an der Seite ist ebenfalls ein recht guter Wert. Im Punkt Wandpanzerung haben wir 135 mm. Durch die Schräge kommen wir ungefähr auf 180, fast 190 mm Panzerung. Also gegen 8er habt ihr da eine Chance, wenn ihr den vielleicht noch ein bisschen quer stellt, also ein bisschen anwinkelt, kommt er vielleicht auf 200 mm. Da hat dann der ein oder andere Stufe 8 Panzer so ein bisschen sein Problem. Sobald eine Stufe 9 Kanone oder höher drauf ist, sieht es dann nicht mehr ganz so gut aus. Also die Wanne sollte man immer verstecken. Das ist, glaube ich, relativ üblich bei den meisten Fahrzeugen. Sichtweite 420 Meter, die ist richtig ordentlich. Da sind wir also auf dem Level von, ja, von den US-Amerikanern, die eigentlich mit einer sehr guten Sichtweite daherkommen.
Also 420 Meter Sichtweite, gar nicht mal so übel. Kann man natürlich noch ein ganzes Stückchen hoch bringen, indem man hier einfach mal alles ausstattet. Ich nehme jetzt einfach mal den 121B, ist ja im Grunde Schnuppe. Hauen wir hier eine Lüftung rein. Ja. Und ein Sichtsystem. Entspiegelte Optik. Und am Ende noch ein Ansetzer. So. Dann fahren wir den mit Rationen, wenn es noch geht. Lecker. Wenden das Ganze an. Und dann sind wir bei einer Sichtweite von 537 Meter. Sind wir noch nicht ganz beim SDB1. Auch da, wenn wir da Premium Equipment draufhauen, das dürfte man, glaube ich, über dem SDB1, über dem japanischen Stufe 10 Medium sein. Also im Großen und Ganzen ein Panzer, den man sich zulegen kann, wenn man das möchte. Macht halt nur Sinn, wenn ihr den 1:1 noch nicht habt und wenn ihr die Knete wirklich übrig habt. Und ich glaube nicht, dass er für 20 Millionen weggeht, sondern der wird, ja, also 30 Millionen, 35 Millionen würde auf jeden Fall kosten. Wer sich das Fahrzeug zulegt, kann gerne drunter schreiben, wie viel er da investiert hat. Das täte mich interessieren, denn ja, ich werde nicht drauf bieten. Erstens, weil ich das Geld dafür nicht habe. Und zweitens, weil ich den Panzer nicht unbedingt so dolle finde. Ich bin kein Chinesen-Fan, was die Panzer angeht. Jo, also, das ist es, das Fahrzeug, um das es geht. Vielleicht hatte der eine oder andere da ein Gebot drauf. Könnt ihr mir dann schreiben, was es bringt. Das soll es auch schon von mir gewesen sein. Es gibt kein Gameplay jetzt von mir. Das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer draufklicken, Like da lassen. Und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und tschüss.